Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt eine neue Funktion bei GoodNotes, die meiner Meinung nach die Lernkarten deutlich vereinfacht. In dem Moment, wo ihr jetzt beispielsweise ein neues Notizbuch, einen neuen Ordner oder ähnliches anlegen wollt, habt ihr auch die Möglichkeit des Anlegens eines Lernsets. Wähle ich das Ganze aus, dann sieht das Ganze am Anfang erstmal so aus wie bei einem Notizbuch. Ich gebe entsprechend einen Titel ein und erstelle das Ganze. Jetzt habe ich hier schon von vornherein im Endeffekt meine Lernkarten angelegt für die Frage und für die Antwort, die ich nur noch eingeben muss. Möchte ich eine weitere Frage, eine neue Seite hinzufügen, kann ich hier oben über das Seiten hinzufügen Symbol eine weitere Frage hinzufügen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, beispielsweise hier oben in der Ecke mit der Handschrift das Ganze zu machen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel die Frage aufschreiben. Handschriftlich sage ich oben fertig und kann genauso hier unten im Endeffekt die Antwort eingeben. Könnte aber auch beispielsweise ein Foto einfügen von meiner Galerie oder ähnliches. Wenn ich jetzt entsprechend auf Lernen gehe, fragte mich hier, ob ich ein smartes Lernen von meinen bis jetzt zwei angelegten Fragen haben möchte, kann das Ganze entsprechend machen, sehe hier immer die entsprechende Frage, könnte mir auch die Frage vorlesen lassen. Frage. Und kann jetzt entsprechend sagen, ob ich das schon wusste oder ob ich es noch üben muss. Wenn ich die Antwort sehen möchte, tippe ich einmal die Karte an. Er zeigt mir die Antwort. Und durch ein weiteres Tippen wechselt er wieder zurück. Wenn ich sage, das wusste ich, wechselt er automatisch zur zweiten. Sage ich, übe ich noch, weiß ich noch nicht, würde er die Frage nach hinten packen in den Stapel und entsprechend wiederholen. Das Ganze lässt sich aber auch etwas vereinfachen. Und zwar kann ich zum Beispiel in Numbers, indem ich eine neue Tabelle erstelle, eine leere Vorlage wählen. Lösche ich hier jetzt mal ganz kurz die weiteren Spalten. Die brauche ich nämlich nicht, brauche nämlich nur zwei. Und habe die Möglichkeit, hier die Frage und entsprechend auf der anderen Seite die Antwort einzutragen. Und so kann ich entsprechend das Ganze mit den Fragen und Antworten fertig machen. Ich mache es jetzt hier einfach mal auf die Schnelle mit ungeraden Zahlen bzw. geraden Zahlen. Und jetzt ist eigentlich nur das Entscheidende, dass ich beim Speichern hier oben auf den Haken gehe und sage, ich möchte das Ganze exportieren als sogenannte CSV-Datei. Wenn ich das also exportiere als CSV-Datei, mir entsprechend meinen Ordner auswähle, den ich brauche, also hier die Lernsets, benenne das Ganze jetzt mal Test 2, 3, 4. Sichere ich das Ganze hier drin und kann jetzt, indem ich mir einen Splitscreen mache, ich gehe einmal in meine Übersicht zurück, öffne parallel im Splitscreen einmal ganz kurz meinen Verlauf, habe jetzt hier Test 2, 3, 4, es einfach nur hier rüberziehen, loslassen und er hat mir hier mal schnell die gerade erstellte Datei mit Fragen und Antworten bereit gemacht. Die Frage, ich drauf tippe, kann ich das Ganze halt entsprechend auch nochmal bearbeiten, wenn ich möchte, oder ich gehe oben wieder in die Ecke auf Lernen, smartes Üben, habe die Frage, kann mir die Antwort anzeigen, kann das auch einfach zur Seite wischen, dann wird sie nach hinten geschoben und sehe jetzt hier im Prinzip die geraden, ungeraden Zahlen im Wechsel als Frage-Antwort. So habe ich die Möglichkeit, relativ schnell beispielsweise in einer Tabelle in Numbers, die als CSV-Datei abgespeichert ist, mir einen Lernbefehl bzw. Lernkarten zu erstellen und die durch das einfache Rüberziehen in GoodNotes zu importieren und habe einen fertigen Karteikasten zum Lernen und zum Üben. Viel Spaß damit!